Let's play Final Fantasy 13 3. Auf geht's zu unseren Wahrsagerfreunden, würde ich sagen. Schöne Musik. Angetrunkene Bürger. Mensch, das ist hier aber auch. Was schwebt hier durch die Luft? Ein Papierfetzen. So, und danach müssen wir das Feuerwerk zünden und ja, in den Palast eindringen. Und eigentlich, ich bin seit 18 Uhr hier und es ist immer noch 19:11 Uhr. There's a new shop selling fireworks. Have you been there yet? Wow, dank mir gibt's den Laden überhaupt erst. Ja, wie gesagt, ich bin seit 18 Uhr hier und dank der Chronostasis habe ich eigentlich nur eine Stunde bisher verloren, habe aber eigentlich, wie ich finde, schon einiges hier gemacht. Die ganzen komischen Spiel des Todes gedöns da und diese Sneeblade ausgerottet und. Feuerwerk gesammelt. Oh, so it is true. You have. Was für eine ultimative Bestie, das finde ich auch total schwach. Beast. Ja. Muss ich mit dem schwätzen. Okay. You have done well, Savior. With this act, you have accomplished every task we set before you. Now you are free. I release you from the spell. Great. Now that I've got my free will back, why don't you tell me what this has been about? Why send me on all those errands? As members of the Society, we are privy to centuries of alchemic lore. This knowledge gives us access to the greatest of powers. It is our duty to protect the common folk from threats, such as monsters. The alchemic arts are too subtle a weapon to defeat beasts. So, you got me to kill monsters because they were a threat to the civilians, is that it? It wasn't for your own gain? No. The alchemic arts are an ancient endeavor, the pursuit of ultimate truth. It is a truly selfless act. We enlisted your aid to bring peace to the city. Wieso haben sie nicht gleich von Anfang an gesagt? Ich hätte die Monster now so platt gemacht. Now we have released you from the spell. You can continue your sacred mission. Go and serve your almighty God. Was für ein blöder Bann. Also irgendwie spinnen die doch ja alle. So, Kill 4500, Blaumagier. Schon wieder so eine neue Garnitur. 140 DP, 8 Angriff, 12 Magie. Und eine Seele. Yeah. Mensch, irgendwie überschlägt sich's gerade mit den Garnituren. Zuerst gab's gar keinen und jetzt gibt's gerade unendlich. Ach, um Gottes Willen. Die magische Angriffskraft steigt um 5%, die ADB-Füllrate steigt um 15%. Windsichel Stufe 3, Unwetterstufe. Boah, ich glaube, das ist richtig, richtig gut. Ich möchte aber erstmal gucken. Jetzt muss ich wieder den Firlefanz hier machen. Ja, fertig. So, was bringt denn das hier alles überhaupt? So, führt Blitzger aus und erteilt physischen Schaden. Führt er Aeroga aus und erteilt physischen Schaden. ADB-Kosten. Oh Gott, 40, aber Attacke mal 3,5. Ja. Spaß ist halber. Ach Mist, ich muss jetzt erst lösen. Oh, ja. Nein, Hilfe, Verwirrung. Schon ewig lang keine neuen Garnituren mehr angelegt. So, machen wir einfach das mal. Ja, ist in Ordnung. Blocken, Unwetter. Also das macht Blitzka, das macht Aryoga. Das heißt, ich habe, ich bräuchte theoretisch noch was. Eis habe ich noch, Feuer brauche ich noch. Dann gib mir Feuer, wo habe ich's? Bei Magie gucken wir mal. Irgendwo müsste ich doch mein Feuer haben, Feuer Stufe 1 hier. Boah, krass. Ist natürlich schon teuer wie Hund, aber macht bestimmt ordentlich rein. Jetzt gucken wir mal, was das bringt. Wie man sich damit anstellt. Wenn es mir dann doch zu teuer ist, weil 40 ist schon happig, dann müssen wir mal gucken, ob man nicht doch nochmal wechseln. Oh, schon wieder nicht aufgepasst. War da noch jemand? Nee. Lass mich rein!
That should be plenty of fireworks. Now we just need to make sure you're on the stage when it lifts. Hier sollte genug Feuerwerk sein, ich muss das doch erst schon abgeben. I jump on for a free ride. No, it'll be too late by then. You'll have to be on the stage already. On stage? As what? A piece of scenery? You'll just have to find a part to play in the finale. What? No. I can't possibly. It's not a question of can or can't. Some things in life you just do, right? Exactly. Now, go and deliver the fireworks to the boss. Ja, würde ich auch sagen. Komm, laber nicht zu viel. Aber davor können wir nochmal zu der einen Frau gehen, wo wir diese ganzen Dekors da zeigen sollen. Mittlerweile haben wir ja doch einige wieder erhalten. Es lädt, es lädt, es lädt. Hier war doch noch irgendjemand. Ja, irgendwie kann ich das jetzt nicht mehr anklicken. Da kann ich nicht sprechen. Bühnenarbeiter. Mitarbeiter. Leitender Pyrotechniker, da muss ich hin. Aber wo ist denn die eine Frau? Wo ist denn die mit diesem tollen Quest? Da. Nein, ich muss noch mehr suchen. Geh mich auf den Geist. So, wen haben wir hier hinten? Look at Candace. She's becoming more and more popular and winning lots of fans. Ja, natürlich, weil sie einen Chocobo-Schwanz hat. Ein Chocobo-Schwanz, weil sie irgendwie so einen Katzenschwanz hat. So. Jetzt wird's aber langsam doch wieder gefährlich. So langsam müssen wir uns doch auf die Suche machen. Zumindest sollten wir jetzt mal Monster wieder begegnen. So, hallo. I brought the fireworks. Will this do? Ah, I thank you for... What's this? This is way more than I asked for. Ja, ich will den Platz in die Luft jagen. This is a show people will never forget. Is this another one of the director's wacky ideas? All right, I'm game. I've bowed to his whims this long, no reason to quit now. It's gonna be dangerous with all these fireworks going off at once. If you're really serious about doing this, it'll have to be done carefully. I'm not here to kill anyone, you know. Make sure that director of yours knows that. Ja. I think the boss has guessed what you're up to. Wo ist der Boss? He knows his fireworks and what they can do. Nee. But then why doesn't he try to stop me? Ich glaube, ich woanders. Aber das ist ein Schatz. Yeah. He seems to trust him. Ein Wehrstachel. Hab ich das nicht schon mal? Ich weiß gar nicht. Verbrauch zu Kampf gegen 5 für die, um Ena auszuführen. Aha. Was habe ich denn hier? Magische Resistent. Ach komm, das lassen wir mal. Wobei, das wäre natürlich schon übel, wenn der Ener noch hat und dann Blitzgar reinhaut. So, wo ist jetzt dieser Chef? So ein geiler Wagen hier. Da. Lead on, Puppet Master. Well, why don't we rehearse a bit, at least? Habe ich eigentlich genug Heilgegenstände? Was man mal machen kann ist... Ich habe doch hier bestimmt unendlich Kristallmedaille, können weg. Diese Mithril-Medaillen können weg und Bronzemedaillen können weg. So. Hier habe ich über 80.000. Ich könnte mir diesen großen Bruder von meinem rosa Schwert kaufen. Hallo. Okay, it's all ready to go. The fireworks are in place. Fantastic! We're going to light up the stage like never before. We'll give you exactly what you want. A show that no one is ever going to forget. Hell, I wouldn't be surprised if we bring down the whole set in the finale. I wonder if your actors know how flimsy your setup is. Don't you think they'd want to know about it? And just what are you hinting at? You're not seriously threatening to blab to the cast and let them in on our secret, are you? I'm just concerned for your star, that's all. I mean, what if she gets hit by the fireworks and thrown off the stage? You need someone who knows the risks and how to handle themselves. Maybe. Who's going to replace her on such short notice? Ja, Ding Dong, hier bin ich. You're looking at her. Was war das denn jetzt? Geil.
Huh? You want to get on the stage? So, this was your plan all along. All these extra pyrotechnics, they're for your own grand debut. Das orange, blaue Kostüm ist schon cool. Irgendwie sieht es schon geil aus. If you aren't the perfect person to play the savior, I don't know who is. Hell, I'm thinking maybe we should put you up there. Good. Then it's settled. Wait, wait. There's just one condition. If you're going to go on stage, you'll need a proper ensemble. No one's going to believe you're the savior dressed like that. I'll just wear the costume the actor usually wears. No, no, no. Out of the question. It would never fit. And besides, the look is completely wrong for you. Look, I can't let you on my stage if you don't have an outfit to wear for the role. Och, nee. I'll leave it to you to find one. Now, go buy something that'll work. Ja, was muss ich da kaufen oder wo? Or you can go with the other option. You could win it. Win it? What do you mean? The slaughterhouse. Right now, the grand prize is an outfit that'll be perfect for you. Das muss ich doch ins Schlachthaus. It was made for you. Join the tournament and win that dress. Now that will be your real audition. Wow, jetzt gibt's ja auch mal einen Hauptgewinn, der sich lohnt, da, daran teilzunehmen an dem Ding. Nicht nur ein Hassdrang. Go on, clock's ticking. Enter the slaughterhouse tournament and win the perfect costume for the savior. Ja, Herrgott's Zeiten. You pass the audition. Jeder weiß, dass ich die Erlöserin bin. Im Schlachthaus weiß jeder, dass ich die Erlöserin bin, es juckt aber keine Socke. Da wird mir sogar vorgestellt, und hier die Erlöserin, Lightning. Gewinne dein Kostüm, gewinne das Spezialmatch im Schlachthaus und besorge dir so vor Beginn des Finales um 3 Uhr nachts dein Kostüm. Wenn du dich umgezogen hast, sprich mit Regisseur Sarsek oder wie auch immer. Ja, okay. Also ich finde, ich sehe top aus wie eine Erlöserin. Rückwärtsgang einlegen. Ich muss hier irgendwie raus. Oh, die Tür ist immer zu. Wieso machen sie die Tür dann immer wieder zu? Unbefugten ist der Zutritt verboten. Ah, und mal wieder zurücklatschen. Ich latsche hier eigentlich die ganze Zeit nur hin und her, habe ich das Gefühl. Hier ist ein großes Ausrufezeichen. Was heißt mir das? Ich muss den Informanten ansprechen. Bringt mir aber nichts. Ach, und der eine EP-Punkt bringt's mir jetzt auch nicht. Ich würde vielleicht nach dem Schlachthaus nochmal offscreen hinten ein paar Wandersblatt machen. Nein! Passt doch jetzt mal ein bisschen auf mit dem ATB-Balken, Junge. Ah. Ein paar Wandersblatt machen, dann habe ich wieder 5 EP. Und dann geht's zu Snow. Das wäre cool, wenn ich Snow innerhalb von 2 Stunden erlösen könnte. Allerdings glaube ich nicht, dass es so einfach geht. Moment, Schmiede. Bla bla bla. Was hast du für mich? Gucken wir nochmal, genau. So, ich glaube... Ach, der hat aber auch nur 5 ATB-Füllrate. Wow, Angriffskraft ist der natürlich übel. Wenn ich den kaufe, habe ich nichts mehr. Kaufen wir den hier. Das ist die Verbesserung von meinem Schild. Bin ich da noch ein bisschen besser im Blocken? Wo haben wir es hier? So. Und dann geht's los. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Schlachthaus. Oh, Stufe 2 Quest. Excuse me, I'm here to sign up for the tournament. I was sent to get the dress that's being offered as a prize. I've already heard the story from Sarsak. So you wish to tread the boards in the role of savior? Let me share a little something with you. That is not a part for the half-hearted. You need to be committed. Oh, don't worry. I know that better than anyone. As the savior, you should fear no enemy. Not if it stands to harm the people of this world that are yours to protect. Show me your heart is truly strong enough. Show me in the slaughterhouse. I've never shied away from a fight. I'll take that challenge. I know that you seem to have confidence in your strength, but do you have it in your skill? I want to know about hacking and clumsy tussles.
Hallo, ich habe schon gegen dieses ultimative Monster da gekämpft und gesehen. You'll have no complaints. So tell me, what are your conditions? Why don't you show me if you can win in tonight's special match? Give a performance worthy of a lead actress and drive my audience into a frenzy. Die labert viel. Ja, wie jetzt? Spezialmatch Kremlin! Oh Gott, ja, bitteschön. Die Teilnahme wird 10 Minuten in Anspruch nehmen. Ja, es ist gerade egal. Oh Gott. I'll see that you have a good burial if you die. Trust me. Was für ein Müll. Ein Kremlin. Jetzt pass auf, wie sie einen ankündigt. Ist cool. Oh ne, diesmal sagen sie gar nicht. Beim ersten Mal haben sie ja gesagt, hier ist die Erlöserin. Ja, ne, jetzt wissen auch, wie ich heiße. Ja, also, ich bin noch eine gesuchte Verbrecherin. Wow, das soll jetzt ein brutaler Kampf sein. Rest in Peace, würde ich auch sagen. Ob es jetzt 10 Kremlins sind oder 2, ist gerade egal. Die können mich auch mit Blitz treffen, das ist mir auch wurscht. Jetzt einmal die neue Kampfgarnitur hier. Ja, was war das denn? Das geht ja ewig weiter. Das ist ja mega geil. Was ist das denn? Wow, das war irgendwie so Mega-Blitz. Da waren so... Die haben ja auch noch stundenlang den Kremlin gesucht und ihn dann noch 2 Minuten später attackiert. Wow, den ultimativen Kampf gewonnen. Ja. Verdammt, die Zeit geht weiter. Ich habe 0 EP-Punkte. Es war blöd, dass ich das eingesetzt habe. Ach man, ein Anubis. Ja, Herrschaft, das kostet mich jetzt aber Zeit. Nein, ich verliere Zeit. Ich habe ja gedacht, ich schaffe es innerhalb von meinem Tag hier alle platt zu machen. Ist das nicht der eine, diese komische, diese zwielichtige Torwache da? Ein Anubis. Ist auch toll, dass der so auf Kommando zu mir kommt und wartet, bis ich angekündigt bin und dann erst attackiert. Die sind gut erzogen, die Monster. So, oh, ein Anubis. Hallihallo. Ich hab schon lange nicht mehr gegen dich gekämpft. Zack. Mal sehen. Ist der gegen Wind nicht schwach? Unwetter. Zack. Hä, aber irgendwie, ich weiß auch nicht, so toll fand ich das jetzt nicht. So spektakulär ist das Unwetter und dieses Aeroga dann auch wieder nicht. Dafür kostet mich 40 ATB, das ist mega. Erlöserin, gesuchte Verbrecherin. Yeah. You made it through the second round as well. Good job. You may be the best up-and-comer we've seen in years. Ja, so schwierig war das jetzt nicht. There's just one last. You've come at last to the final round. Your audience expects greatness now. Ja. Mein Publikum erwartet Großes. Ein Zeltones. Jetzt wird's lustig. Jetzt geht's richtig los. Das ist doch das Vieh, wo da hinten im Käfig da steht. Los geht's, Zeltones. Ich habe aber schon mal öfters gegen dich gewonnen. Das wird man aber diesmal wieder schaffen. Oh,
Wie sieht das Viech schon aus? Aber stärker als eine Wanda ist es, glaube ich, nicht. Ich kann aber nichts einsetzen. Keine Zeitdilatation. Mein Lieblingswort. Gegen was war der schwach? Gegen Eis habe ich nicht auf Lager. Schade. Kann ich nur mit Frostschlag dienen. Schade, er wird nicht hochgehoben. Und nachsetzen scheint auch nicht zu funktionieren. Jetzt hauen wir mal Arioga und Blitzka rein. Zack, zack, zack. Naja, Reisen, okay. Das muss man sich vielleicht ein bisschen in Acht nehmen. Aber ist jetzt auch nicht so das Wahre. Hey, was war denn Blitzka nervt? Ah ne, scheiße. Immun. Was an dem Blitzka nervt, ist, dass ich gar nichts mehr sehe. Also ich weiß ja gar nicht mehr, ob der angreift oder nicht. Das ist alles so verwackelt dann. Also bisher bin ich noch nicht begeistert davon. Mag zwar stark sein, keine Frage. Aber meiner Meinung nach ist es jetzt nicht so viel wert, dass man... Nein, fällt mir nicht Folge ein. Dass man da 40 TP-Punkte dafür zahlen müsste. Das hat mich so angegriffen, dieses blöde Vieh. Way und weg. Yay. Muss ich jetzt... Ja, es kommt jetzt erst das Match um die komische Garnitur. Oder bin ich... Habe ich die jetzt schon gewonnen? Wow, immer denselben Text. Das wird auch langweilig, gute Frau. Schön, ich habe Geschichte geschrieben. Bevor in adoring audience you were able to prove your true metal. If you can face such a stage as that, you might indeed have the makings of an actress. The savior you were meant to be then. Give me a line. Do I have to? To save the people of this world, I would give everything I am. Ah, it brings back so many memories. Your delivery is full of uncertainty. That is what lends it its realism. You've convinced me. I will entrust you with both the dress and the role. The role? You mean the part of savior? It belonged to you once, didn't it? That it did. That show holds the dreams of this city. A true actress is so perfect, she can only be found within a dream. A play lasts only a night, and yet that one night can live forever in the minds of the people, becoming a thing of hope and inspiration in the form of a beautiful memory. Your audience awaits you. Go, give them a show that they will never forget. Mach mal. Abgeschlossen. Yeah. 1500 Gil Lichttiara. Cool. 80 dB, 6 Angriff und 6 Magie. Nachtschatten erhalten. Kristallmedaille. Ich hoffe, der Nachtschatten ist wirklich eine gute Garnitur und nicht nur irgendwie so optisch halt. So optisch, so ein aufgemotztes Zeug. Gucken wir mal. Ja. Feuerer Stufe 3. Aber Moment mal. Ganz ehrlich, ich nehme mal das, dann habe ich Feuerer, dann nehmen wir hier wieder mal ein, ich könnte mal Blitzra nehmen, oder Aeora, da habe ich so viele. Dann habe ich Feuerer, Aeora. Und dann nochmal... ach, Herrgott, ich muss auf Magie gehen, jetzt so besser. Blitz habe ich auch unendlich, aber so richtig... Blitzra oder lieber Blitz oder lieber Eis.
Ach, machen wir einfach mal das. Das ist jetzt Eis. Das wäre Blitz. Blitz, Aeora und Feuer. Ja. Okay. Nachtschatten. Finde ich ganz cool. 130 ATB. Und auch gleich voll. Und das Feuerer. Stufe 3, wohlgemerkt. Also. Kann er besser werden. Juhu. Und da freuen sie sich über die tollen Monster. Mit Saltones haben sie sich gleich wieder nachgezüchtet. Ich werde jetzt aber wahrscheinlich trotzdem einen kurzen Abstecher da runter machen, ein paar Wandas besiegen und ja, dann würde ich sagen, treffen wir uns hier am Augurusplatz im nächsten Part wieder, wenn es dann losgeht zum großen Feuerwerk. Bis dahin, Ade, ciao!